Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Historisches Markttreiben schlägt Wetter ein Schnippchen. Große Resonanz auf stacheliges Gefährt bei BHS und Tag des offenen Denkmals, diesmal ganz in Farbe. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ja, und ganz in Farbe und bunt begrüße ich Sie heute zu unserer Ausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung ein Hinweis in eigener Sache bzw. ein Programmhinweis. Morgen Abend um 19.30 Uhr, also direkt im Anschluss an Tag aktuell, sendet Television Zwickau eine Diskussionsrunde zum Thema Stadionneubau. Unter der Überschrift Stadionneubau, wie geht es weiter, beziehen Vertreter des FSV Zwickau Stellung zum aktuellen Stand des Projektes. Die Talkrunde wird bis Donnerstag stündlich wiederholt. Das Wetter hat es am vergangenen Wochenende wahrlich nicht gut mit der Stadt Zwickau gemeint. Dauerregen und kühle Temperaturen trübten auch das fünfte historische Markttreiben wie zu Schumanns Zeiten. Gaukler, Händler und Musiker machten jedoch gute Miene zum bösen Spiel, von oben und an allen beiden Tagen das Beste aus den widrigen äußeren Bedingungen. Das taten auch die Besucher, die zwar nicht so zahlreich wie sonst über den Hauptmarkt, den Domhof und den Kornmarkt strömten, die fünfte Reise in die Biedermeierzeit aber keinesfalls verpassen wollten. Hier ist es sehr schade, aber man möchte trotzdem als alter Zwickauer dann mal an so einem Tag mal zumindest mal ein bisschen durchgehen. Die Atmosphäre ist natürlich nicht so, wobei sehr schöne Sachen da sind. Ja, eigentlich, weil wir Zwickauer sind und das jedes Jahr gerne besuchen. Heute zwar das Wetter nicht so mitspielt, aber es ist immer interessant. Wir wollen eigentlich heute unter ins Kornhaus. Mal den Versuch starten. Im letzten Jahr hat es nicht geklappt, da waren immer so viele Besucher, aber ich denke mal, dass es heute klappt. Ja, das ist schon alles gut. Schade, ist mehr als Reichenbach zu bieten hat. Schon zur Eröffnung stimmten Balthasar Biedermann, der Geschichtenschnitzer samt Maus Kleopatra und die gräflich-schönburgische Schlosskompanie auf das bunte Treiben ein. Nur Oberbürgermeisterin Pia Findeis musste dem Wetter Tribut zollen und diesmal auf ein historisches Gewand verzichten. Das Programm für die fünfte Reise in die Schumannzeit setzte auf die bewährte Erfolgsschiene. Gaukler, Akrobaten und Musiker sorgten mit zeittypischen Späßen, Scherzen und Liedern für die richtige Atmosphäre. Den besten Ausblick auf das Geschehen hatten die Stelzenläufer. Talent und Schlagfertigkeit bewiesen Schrebers Erben nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Vor einer Stunde waren wir noch 17, jetzt noch 3. Das können Sie sich ja mal zusammenrechnen, wie gefährlich das ist. Ja, also, weißt du? Das hängt mit der durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit zusammen. Ja, das sprach er ja an. Ja. Ach so, Luftfeuchtigkeit. Ja, hinaus, auf die erhöhte Luftfeuchtigkeit. Ja, naja. Wenn alle so ihre Bemerkungen machen, dann wollte ich da nicht trockener dadurch. Nee, das stimmt. Das aber ich meine, mal positiv betrachtet, man spart sich die Sauna. Ne? Also das Dampfbad. Ja, die schwitzen ist ja auch sehr, schon, trotzdem, ist ja sehr dass gesund. Es so nass regnet. Mhm. Ne? Ja, und ich meine, Dampfbad, wer hat das nicht gern? Ja. Ne? Etwas unaufgeregter ging es am Kornmarkt zu. Hier hatte Jürgen Springer eine Böttcherwerkstatt aufgebaut und demonstrierte das Zerlegen eines Bierfasses. Mit einem sogenannten Treibzeug wird das Fass zerlegt. Spundtaube. Immer konisch zugearbeiteter Fassboden. Innen drin ausgekehlt wegen der Füllung. Die Fassdaumen sind immer so angeordnet, dass es immer eine ungerade Zahl sein muss. Das hier sind 15 Fassdaumen. Also gerade gibt es nicht. Es geht jede Breite, es ist immer bloß bei der Zurichtung auf der Abrichtung die Balligkeit gefragt. Weil wenn die Daub gebogen ist, wird die in der Akkordzahl ballig zugehobelt und das Fass ergibt sich durchs Material. Und die Fassbereifung, die wird separat dazugebaut. Die wird praktisch angepasst. Es gibt kein Fass,
was handwerklich hergestellt worden ist, wo eins wie das andere ist von der Füllmenge. Das waren Gabs Eichämter mit Eichplaketten. Die Fässer hatten alle Eichplaketten, weil praktisch das der Unterschied ist, halber oder mehr, halber oder weniger. Gleich nebenan zeigte der Geflügelzuchtverein Niederkrienitz unter anderem, woran man die Eier von Zwerghühnern oder Laufenten erkennen kann. Den gefiederten Hauptdarstellern schien das schlechte Wetter wenig auszumachen. Hatten sie doch alle ein Dach über dem Kopf. Die Regenwolken vertreiben, vermochte an diesem Wochenende auch Kulturamtsleiter Michael Löffler nicht. An seinem Kostüm konnte es nicht gelegen haben. Da hilft manchmal alles Beten nichts. Ne? Ich habe schon ganz wunde Knie. Das Wetter macht halt doch, was es will und nicht, was eure Heiligkeit will. Aber wir sind, ich sag mal, vom Wetter her sind wir trotzdem zufrieden. Natürlich sind viel weniger Leute da gewesen als bei schönem Wetter. Aber trotz alledem ist der Markt immer besucht gewesen. Es ist nicht so, dass nur 10, 20 oder 30 Leute hier rumlaufen. Es sind schon immer ein paar hundert, die da sind. Und insofern kann man nur hoffen, dass heute vielleicht das Wetter noch etwas aufreißt und dass wir wieder auf ein paar Tausend kommen. Insgesamt werden wir das vielleicht schaffen, aber es ist halt immer ein bisschen schade, es ist richtig, wenn man sehr viel Mühe reingesteckt hat und die müssen wir immer reinstecken, egal ob es dann regnet oder nicht, ob die Sonne scheint. Insofern ja, kann man wirklich sagen, ich komme noch mal zum Anfang, vielleicht hilft doch beten. Auch wenn die gewohnten 20.000 Besucher in diesem Jahr nicht erreicht wurden. Dass trotz des Wetters immerhin 15.000 kamen, spricht für die Idee, ein historisches Markttreiben wie zu Schumanns Zeiten durchzuführen. Der Termin für die 6. Ausgabe steht bereits fest. Es ist der 12. und 13. September 2015. Lange wurde das neue Citroën-Modell Cactus in den Medien beworben. Am vergangenen Samstag fand die große Markteinführung statt und wir waren für Sie im Citroën-Autohaus BHS in Zwickau-Oberplanitz am Kreuzberg zu Gast. Aus dieser Premiere machte das Team um Jürgen Burmeister gleich ein Familienfest. Bei verschiedenen Aktivitäten wie Basteln und Malen oder Toben auf einer großen Hüpfburg waren die Jüngsten schon mal gut beschäftigt. Die Großen konnten sich derweil den Dingen widmen, weshalb sie vor allem gekommen waren. Das neue Modell aus der Citroën-Familie mal näher unter die Lupe nehmen. Auch Klaus Lehmann konnte nach der Begutachtung des neuen Modells nur eins sagen. Spitzenmäßig. Ich selbst habe auch einen Citroën C4 Coupé, aber das ist natürlich schon ein bisschen eine Klasse höher. Und was ist das Besondere daran? Der Preis selbst und die ganze Verarbeitung, was man so sieht, das ist spitzenmäßig. Sie haben sich das auch schon angeschaut, was sagen Sie? Sehr guter Wagen und ich fahre schon seit 1982 Citroën, da ist man mit dem Ballas, seitdem nur Citroën auch immer hier gekauft dann, aber der letzte hat erst 17.000 runter, da will ich noch nicht weg tun, aber man schaut sich da immer das Modernste an, ja, wunderbar, aber ich will mal noch warten im Moment, weil der erste noch nicht so viel runter hat. Sie haben beide gesagt, Sie sind sicher schon langjähriger Kunde hier im Haus. Sind Sie zufrieden mit dem Autohaus? Selbstverständlich, sehr zufrieden. Ich bin seit Anfang, da wo es hier frisch aufgemacht ist, seitdem hier, habe seitdem zwei Autos hier gekauft, bin sehr zufrieden mit allen. Werkstatt, alles zuvorkommen, ganz zufrieden. Nachdem auch wir uns das neue Modell mal etwas näher angeschaut hatten, wollten wir es von einem ausgewiesenen Fachmann noch mal genauer wissen, was das Besondere am Citroën Cactus ist. C4 Cactus ist schon mal ein ganz witziger Name für ein Auto. Der ist durchaus gewollt, weil der Hersteller mal ein Auto konzipiert hat mit einer komplett neuen Herangehensweise. Man hat Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und den Geldbeutel in den Vordergrund gerückt und hat ein Auto hingestellt, was sehr wirtschaftlich ist, sehr sparsam und sehr umweltfreundlich ist. Deshalb auch der Name Cactus, weil ein Cactus, die Botaniker unter uns wissen das, ist ein sehr genügsames Pflänzchen und dadurch der Begriff Cactus, ein Auto, was sparsam im Unterhalt ist. Also muss ich die Stacheln am Auto nicht suchen? Die Stacheln müssen Sie am Auto nicht suchen. Dafür haben wir am Auto, ich sag mal, sehr viele neue Technologien. Zum einen werden diese Airbumps, wie sie genannt werden, zu nennen.
Das ist eine Art Seitenaufprallschutz, der zum einen optisch personalisierbar ist, also sprich, den kann ich in verschiedenen Farben ordern. Und er hat natürlich den Zweck, Parkplatzrempler, Einkaufswagen, Türen auf großen Parkplätzen, die werden hier die Schlagkraft absorbiert. In diesen Luftpolstern wird das quasi abgefangen. Und sollte dort, wie gesagt, mal ein Rempler stattfinden, ist nicht gleich die Autotür kaputt. Dazu kommt, dass im Auto ein komplett neues Armaturenbrettdesign vorgenommen wurde. Es gibt kein Auto am Markt, was im Moment so ein Armaturenbrett hat. Auch hier ist man mal komplett neue Wege gegangen. Der Beifahrer-Airbag ist an einer komplett anderen Stelle, wo man ihn gar nicht vermuten würde. Dadurch hat man ein schönes, geräumiges Handschuhfach. Und man hat sehr wenig Bedienhebel. Man steuert quasi sämtliche Komfortfunktionen über einen 7 Zoll Touchscreen. Und alle anderen Schalter, die man sonst in den Fahrzeugen so kennt, gehören der Vergangenheit an. Die sind einfach nicht da. Sie haben von Wirtschaftlichkeit gesprochen, bezahlbarer Preis. Wo bewegen wir uns ungefähr? Also für die Fahrzeuggröße bewegen wir uns preislich ab 13.900 Euro, wobei wir dort schon von einem sehr komplex ausgestatteten Fahrzeug reden. Perfekt, also dann sollten die Leute eigentlich in der kommenden Woche bei Ihnen aufschlagen. Unbedingt. Ich empfehle, egal ob das Auto jetzt von Interesse ist oder nicht, einfach mal anschauen, weil es ist wirklich eine witzige Idee, die durchaus alltagstauglich ist und es ist ein Auto, was es so wirklich auf dem Markt noch nicht gibt. Und dann war da noch ein weiteres Fahrzeug, das vor geraumer Zeit von Citroën auf den Markt gebracht worden ist. Geraume Zeit, die Markteinführung europaweit ist auf den Sommer gefallen. Im Sommer haben wir immer Urlaub, deswegen haben wir heute noch mal quasi eine Nachpremiere, wie man so schön sagt, seit einem knappen Monat auf dem Markt, der neue Citroën C1. Stadtflitzer, sehr wendig, sehr flott trotzdem unterwegs und mit Komfortmerkmalen, die man im Prinzip aus der Kompaktklasse kennt. Man kann auch hier neue Touchscreen-Technologie bekommen, wenn man das möchte. Und auch in einem Kleinwagen, ich sag mal das Open-Air-Feeling, man kann das Fahrzeug mit einem elektrischen Faltdach bekommen. Perfekt. Und wo liegen wir hier ungefähr preislich? Also hier liegen wir preislich weit unter 10.000 Euro, sodass ich sag mal, das für einen kleinen Geldbeutel für den Stadtverkehr als Zweitwagen ein sehr interessantes Angebot ist. Das Fazit des vergangenen Samstags im Autohaus BHS kann dann eigentlich nur sein, hier bleiben keine Wünsche offen. Werbung. Es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Diese zu erhalten oder wiederherzustellen ist Leitgedanke der 7. Gesundheits- und Wellnessmesse Leben aktiv und gesund. Kommen Sie am 27. und 28. September in die Stadthalle Zwickau und nutzen Sie zahlreiche Aktionen, Tests und Fachvorträge rund um Ihre Gesundheit. Die Bandbreite reicht vom Rückentherapiezirkel bis hin zu Wirbelsäulen- und Fußdruckmessung. Highlights in diesem Jahr sind ein begehbares Lungenmodell und der Alterssimulationsanzug GERD. Weitere Informationen und das begehrte Vortragsprogramm finden Sie unter www.messezwickau.de. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Oh.
Sie eine kompetente und persönliche Betreuung suchen, die weit über das Übliche hinausgeht. Wenn Sie die Sicherheit suchen, dass Ihr Rückentraining Ihre Gesundheit fördert und nicht beeinträchtigt. Wenn Sie einen Ort suchen, der Ihnen eine rundum angenehme und kultivierte Atmosphäre bietet. Dann melden Sie sich noch heute zum Rücken-College-Programm an. Sie finden uns auch in Zwickau, in der Georgenstraße 1, direkt neben dem Peter-Breuer-Gymnasium. Die Stadtverwaltung Zwickau hat heute 5 neue Sozial- bzw. Heilpädagogen vorgestellt. Damit hat Zwickau an allen 11 städtischen Grund- und Oberschulen Sozialarbeiter und ist eine der wenigen Städte, die ein solches Angebot überhaupt unterbreiten kann. Für die Schüler sind die Pädagogen Vertrauenspersonen, Ansprechpartner und gleichzeitig Problemlöser. Das nun erweiterte städtische Angebot ist ein nächster Punkt auf der schon breiten Palette freiwilliger sozialer Leistungen. Die jährlichen Ausgaben für die Schulsozialarbeit an den 11 Zwickauer Grund- und Oberschulen liegen bei rund 440.000 Euro. In wenigen Tagen wird der neue 10-Euro-Schein in Umlauf gebracht. Aus diesem Anlass haben die städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau alle Fahrscheinautomaten mit einer Geldscheinannahme umgerüstet. Gleichzeitig kann an den Automaten ab sofort auch der bereits seit 2013 im Umlauf befindliche 5-Euro-Schein verwendet werden. Die Kosten der Umrüstung beliefen sich auf ca. 8.500 Euro. Obwohl sich eine Bürgerinitiative seit langem für den Erhalt des denkmalgeschützten Teils des Werdauer Bahnhofes einsetzt, beschloss der Stadtrat im April einstimmig den kompletten Abriss des Empfangsgebäudes und die Neugestaltung des Vorplatzes. Nach den Vorstellungen der Stadt soll ein moderner und zeitgemäßer Verkehrsknotenpunkt entstehen. Der Entwurf, den die Verwaltung gemeinsam mit einem Ingenieurbüro entwickelt hat, wird den Räten am Donnerstag präsentiert. Vorher werden die Pläne öffentlich gezeigt. Die Veranstaltung findet morgen um 18.30 Uhr im Stadtverordnetensaal des Rathauses statt. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Unter dem Motto Farbe öffneten am vergangenen Sonntag mehr als 7.500 Denkmale in ganz Deutschland ihre Pforten. Kultur- und Geschichtsliebhaber konnten am Tag des offenen Denkmals in die Farbwelten vergangener Jahrhunderte eintauchen. Die Stadt Zwickau beteiligte sich nun schon zum 21. Mal an der durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz initiierten Aktion. Zentraler Anlaufpunkt, wie konnte es anders sein, war natürlich das fertig sanierte Kornhaus, wo im Laufe des Sonntags fast 10.000 Menschen die neue Stadtbibliothek in Augenschein nahmen. Darüber hinaus standen noch 6 weitere Denkmale von teils überregionaler Bedeutung zur Besichtigung offen. Dem Motto am nächsten kam vielleicht das Johannesbad. 1866 bis 69 vom Zwickauer Architekten Gotthilf Ludwig Möckel erbaut, wurde die ehemalige Privatbade- und Heilanstalt von Samuel Schlobig im Mai 2000 nach jahrelangem Verfall wieder eröffnet. Seitdem kann die Jugendstil-Schwimmhalle wieder genutzt und bei Führungen wie zum Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Nach den Plänen von Gotthilf Ludwig Möckel entstand 1871 auch die Fabrikantenvilla von Alois Dautzenberg. Jahrzehntelang als Kindergarten genutzt, wird das Gebäude derzeit für eine Nutzung als Wohn- und Bürohaus vorbereitet und aufwendig restauriert.
Zum Tag des offenen Denkmals konnten die Besucher die wertvolle Innenarchitektur erstmals etwas genauer unter die Lupe nehmen und sich ein Bild über den ersten Bauabschnitt machen. Die erhalten gebliebene Originalausstattung wird bewahrt, wenn nötig ergänzt und in die künftige Nutzung integriert. In einer Ausstellung informierte der neue Eigentümer über sein ehrgeiziges Vorhaben. Bereits Ende des Jahres will die S&P-Gruppe ihren Firmensitz von der Gutwasser in die äußere Schneeberger Straße verlegen. Darüber hinaus werden in dem Gebäude noch zwei Wohnungen eingerichtet. Die Zeichen stehen also gut, dass in den ehemaligen Kindergarten Martin Hoop wieder Leben einziehen kann und ein großartiges Beispiel historischer Villenarchitektur in Zwickau bewahrt wird. Morgen lädt die Oberbürgermeisterin zum nächsten Stadtspaziergang ein. Rund 5 Kilometer lang ist die Strecke von der Stadthalle bis zum Schlosspark in Oberplanitz. Dafür hat die Tour einige interessante und markante Punkte zu bieten, wie etwa das Handwerkerhaus oder das fast sanierte Teehaus. Der Stadtspaziergang unter der Leitung von Oberbürgermeisterin Pia Findeis beginnt um 17 Uhr. Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle an der Stadthalle. Stationen heißt die neue Ausstellung, die ab morgen in der Meraner Galerie Art Inn im Kunsthaus zu sehen ist. Sie beschäftigt sich mit dem Schaffen des Kameramannes Roland Dressel, der in Merane geboren wurde und hier zur Schule ging. Im Mittelpunkt stehen seine Filme, Plakate und Fotos. Zur Vernissage morgen um 19.30 Uhr lädt der Meraner Kunstverein herzlich ein. Am Samstag ist es wieder Zeit für eine neue Ü30-Party in der neuen Welt. Die Gäste erwartet nach der langen Sommerpause wie gewohnt der beste Musikmix auf zwei Floors. Hits aus den 80ern, den 90ern, Schlager, Ostrock und natürlich auch die aktuellen Ohrwürmer. Der Vorverkauf läuft und die Tickets sind in der Touristinformation, der Vorverkaufskasse der neuen Welt sowie im Ticketshop im Globus erhältlich. Für alle Kurzentschlossenen hat die Abendkasse ab 21 Uhr geöffnet. Werbung. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Wirtschaftsrecht betrifft jeden, der im Geschäftsleben steht und Verpflichtungen eingeht. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht, Rechtsanwalt Albert Schlichter, die Kanzlei im Schiffchen, ist Ihr verlässlicher Partner. Der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht vertritt konsequent die Interessen mittelständischer Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker oder Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Sie finden Rechtsanwalt Albert Schlichter und sein Team mitten im Herzen von Zwickau. In der Münzstraße 12 am Kornmarkt. Die Gaststätte Glück auf, die erste Zwickauer Bergbau-Traditionsgaststätte, lädt Sie zum Verweilen ein. Genießen Sie deftige deutsche Küche und typisch bergmännische Spezialitäten in unserem authentisch nachgebauten Bergwerksschacht. In den Sommermonaten hat unser Biergarten für Sie geöffnet. Für den großen Durst bieten wir heimische Biere der Mauritius Privatbrauerei und verschiedene Weine. Buchen Sie auch Ihre private Feier bei uns. Dafür stellen wir Ihnen separate Räumlichkeiten zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schauen Sie rein in unsere Gaststätte Glück auf am Alten Steinweg 29 in Zwickau. Wir haben täglich, außer sonntags, von 11 bis 23 Uhr für Sie geöffnet. Das war ein Gewerbeobjekt der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. GGZ. In Zwickau zu Hause.
Da. Der FSV Zwickau hat seine Anhänger, Sponsoren sowie alle Sympathisanten dazu aufgerufen, der für den Verein richtungsweisenden Stadtratssitzung am Donnerstag ab 15.30 Uhr den passenden rot-weißen Rahmen zu geben. Man wolle der kommunalen Politik zeigen, dass eine ganze Region hinter dem FSV und dem Stadionneubau steht. Bereits für morgen 19 Uhr hat das Fanprojekt Zwickau die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates in die Paul-Flemming-Straße 13 eingeladen. Das Thema der Gesprächsrunde lautet Stadionneubau. Wie geht es weiter? Zugesagt haben bislang Katrin Köhler von der CDU, Sven Wöhl, Die Linke, Sven Itzek, AfD und Tristan Drechsel, BFZ bzw. Grünen. Jens Heinzig wird von SPD-Stadtrat Mario Pecher vertreten. In der zweiten Runde des DHB-Pokals muss der BSV Sachsen am 3. bzw. 4. Oktober zum Ligakonkurrenten Mainz 05. Das ergab die Auslosung am vergangenen Samstagabend, die nach dem Erstligaduell zwischen Bad Wildungen und dem VfL Oldenburg stattfand. Kurioserweise stehen sich Zwickau und Mainz bereits in der Woche zuvor im Punktspiel gegenüber. Eine Woche darauf muss die Mannschaft um Claudia Stein nun in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt und trifft somit binnen einer Woche zweimal auf denselben Gegner. In der ersten Runde hatten sich die Muldestädter beim Berliner TSG souverän mit 31:21 durchgesetzt. Am Mittwoch ist es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Bei einem schwachen bis mäßigen Ostwind steigt das Thermometer auf 12 bis 22 Grad. In den nächsten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ab Freitag muss vermehrt mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Es bleibt spätsommerlich warm. Am Samstag erreichen die Temperaturen Werte bis 22 Grad. Tja, meine Damen und Herren, das war sie, unsere heutige Ausgabe von Tag aktuell. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unsere Sondersendung morgen um 19.30 Uhr. Dann geht es um den Stadionneubau in unserer Diskussionsrunde. Wenn Sie Interesse daran haben, einschalten lohnt sich. Wenn Sie 19.30 Uhr verpassen sollten, dann können Sie die Sendung in der stündlichen Wiederholung direkt nach Tag aktuell sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Bis dahin, ciao und tschüss. Werbung. Thank you.
Television Zwickau.